Servus und willkommen zu Forza 1 gegen 1. Ihr seht's, wir sind auf Balls. Und ja, was soll ich sagen? Die Map wurde von unserem Gegner, von dem guten Nova aus der FAL hier drüben, ausgewählt. Und ich bin ganz dankbar, weil ich muss die Map tatsächlich auch üben. Die ist gerade im Ranked Pool und ich bin auf der Map. Ich sag mal, nicht ganz so gut, beziehungsweise bin ich da richtig, richtig Grütze. Aber umso dankbarer bin ich, dass wir sie jetzt spielen. Das da müsste ich mir mal irgendwie angewöhnen, weil das ist quasi die Verbindung, die wir machen. Nur mit, upsie, wir müssten auch mal irgendwas platzieren. Nur einfach mit weniger Nodes und effizienter gearbeitet und einfach alles schöner. So, hier kommen noch die Viererstrebe rein. Dann kann ich nämlich das da wegnehmen. Und dann einmal, zweimal. Das geht auch nach Hause. Und ja, da, er baut sein Ford um. Wir setzen da einfach nur die Dreierstreben in den Hintergrund. Weil für mich gefühlt ist das noch ein bisschen stabiler. Kann aber auch einfach sein, dass es für mich Grütze ist und es keinen Unterschied macht. Da sind die Lageeinheiten, zwei Windturbinen. Da ist die fünfte Mine. Okay. Die kann man auch bequem woanders da reinfriemeln. Aber wenn er meint, ich glaube, er weiß noch nicht, dass wir Phantom spielen. Weil ich sehe bei ihm noch gar nichts. Noch nichts irgendwie in der Art. Und wir werden ihn jetzt hier quasi darauf aufs Glatteis führen, dass wir hier auf die T2 spielen. Wenn er jetzt Spion spielt, dann haben wir ein Problem. Dann weiß er, dass das Ganze nur quasi ein Fake ist. Aber wenn er kein Spion spielt, was ich eigentlich gerade hoffe, dann wird er wissen, dass wir hier auf jeden Fall jetzt T2 gehen. Und ja, was soll ich sagen? Er wird wahrscheinlich dann hier mit schweren Waffen gleich rechnen. Deswegen, wir bauen jetzt mal hier ein, zwei Fakes noch rein. Dass er wirklich das Gefühl hat, hier, da wird einfach auf die T2 gespielt und vorbereitet für Plasma Beam. Und dann hoffe ich, dass ich ihn da aufs Glatteis führen kann. So, da haben wir hier die Laserboxen. Wir dürfen es halt so hoch bauen, weil ansonsten kracht nämlich die Nuke da oben rein. Und das wäre halt richtig, richtig schlecht, wenn die Nuke da oben sich wirklich verfriemelt und da reinkracht. So. Machen wir das so. Er riecht noch nichts von dem Braten, das finde ich gut. Die Tech ist jetzt fertig, wir warten noch. Wir sind ja nicht so schnell wie normale Spieler. Wir sind ja eher ein bisschen langsamer unterwegs. So. Und jetzt wird hier der Plasma-Beam hingesetzt. Und wieder quasi verkauft. Oh nein, 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 nein. Der macht jetzt eine Tür draus. Ach, scheiße. Aber, ach guck mal, da kommt ein Schild. Er kauft mir das Ganze ab. Nice. Das ist schön. Zumal er ja auch die Upgrades nicht hört. Und dann deswegen auch nicht weiß, dass es alles wirklich nur ein Scherz ist. Dieses Schild ist, sagen wir es mal so, besonders. Dieses Schild ist besonders. So. Hier kommt eine Batterie hin. Und wenn es gut läuft, kann ich ihm hier direkt alles einfach nehmen. Ich kann ihm, wenn es gut läuft, alles nehmen. So. Das machen wir weg, dass die Nukes hier auch frei fliegen können. Und gleichzeitig, ja, packen wir da unten unsere T2 rein. Wir wollen auf Cannon spielen, weil auf Laser bereitet der Gute sich ja vor. Und ja, wir lassen ihn einfach mal machen.
Jetzt kommt hier noch unsere T2. Das Windrad tauschen wir gegen ein richtiges, weil zwei Windräder produzieren das halt nicht so viel Energie, damit ich zwei Nukes betreiben kann, und dass ich das verkauft habe, war einfach richtig dumm. Hier kommen Schilde. Okay. Er hat hier echt Angst, dass wir jetzt hier schon vor ihm die Sachen haben. Wir ziehen mal so halbherzig Defense von da rein, damit er das Gefühl hat, okay, hier, das könnte funktionieren. So. Und dann, ich baue einfach mal noch ein paar Windturbinen rein. Ich will keine Upgrades machen, weil dann weiß er ja quasi, dass der Böses im Busch ist. Die kommt da runter. Und das Ding kommt dahin. Das ziehen wir weg. Ja, er hat es nicht geaimt. Okay. Er hat das Gefühl, dass er uns hier wehgetan hat. Dass quasi unser Plasma-Beam raus ist, den wir nie hatten. Okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ich hoffe, war das der Plasma? Die Frage ist, wie sah es denn aus? So, wir tun hier mal den Gefallen und machen so, als ob wir da unten uns schussbereit machen. Die andere T2 ist bereit. Das ist sehr gut. So. Und dann können wir hier hinten gleich einen Howie hinfriemeln. Das passt. Okay. Er macht sich bereit. Ah, ich kann... Ah ja, guck mal da. Mein Sniper geht zwar raus, aber... Oh. Autschi. Das war meine Tech. Wir müssen den Plasma nochmal nachbauen. Ah, das will ich nicht. So. Jetzt hatte ich hier den Eindruck quasi, dass mir da... Obwohl, ich glaube, ein Howie wäre in... Sacken Dover Call. Ach komm, das habe ich schon gebaut. Oh, das war richtig doof. Jetzt sind die Schild... Alter, was ist das denn? Aha, er hat es schön veraimt. Und jetzt kann ich hier mal painten. Die erste Nuke siegt und fliegt hoffentlich. Ne, fliegt und siegt, so rum. Ja, nice. Und die zweite Nuke siegt und fliegt. Fliegt und siegt, so rum. So hieß es bei Sailor Moon, ja. Und nice, und alles kollabiert. Einfach Premium. Premium. Frage. Welche Frage? Antwort? Fragezeichen. Wie macht man das wieder? Wie macht man, dass man wieder alles sieht? Hä? Wie? Bei mir ist die ganze Bar unten weg. Ach so. Das ist F2. Ups. F2. Dann geben wir ganz kurz den guten Moment. Ja. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie sagen, ja, guck mal, wir sind so ein geiler Lachs. Wir haben hier den Gegner besiegt, der gerade nicht in der Lage war, seinen Fort zu kontrollieren. Nee. So arschig sind wir nicht unterwegs. Wir spielen zwar Phantom, aber wir sind keine, ja, Arschgeigen. Unser Trumpf ist, den wir noch haben. Naja, guck mal, ja. Nee. Das kommt weg. Er weiß nicht, dass wir quasi keine Laser haben. Obwohl, er kann das höchstwahrscheinlich jetzt denken. Aber wir konnten ihn gut reinlegen. Ich bin zufrieden. So. Das hasse ich, dass manchmal dieses Drag and Drop einfach nicht funktioniert. So, einmal. Howie, komm. Und
Ganz schlecht. Mhm. Premium. So. Dann machen wir es mal so. Und die Haubitze kommt wieder weg. Warum? Moment, komm mal her. Mist. Ich brauche jetzt tatsächlich noch die nächste Tag. Das Ding kommt weg. Obwohl, ich kann jetzt auch eigentlich mit den beiden 20s die Gunner-Mürbe schießen. Das wäre auch noch ein Call. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Geh nochmal rein. Premium. So. Mir painten hier drauf. Und die beiden 20s. Ihr gebt mir bitte jetzt mal ein bisschen Feuersupport. Da ist auch noch eine Flak jetzt da oben. Okay. Okay, hab's verstanden. Ich habe es verstanden. Du möchtest diesen Teppich nicht kaufen. Okay. Ist dann jetzt ein bisschen doof. Hier kommen wir Gunner hin. Hm. Er hat sich hier drauf eingestellt, dass die Runde ein bisschen länger geht anscheinend. So, wir hacken weiter munter drauf. Und hier mit der Haubitze. Nice. Oh, das sieht richtig gefährlich aus. Das sieht gefährlich aus, mein Freund. Oh, da reißt alles ab und da kommt die Nuke. Und dieser eine Premium-Gunner, ist das denn sein Ernst? Ich spiele wie ein Esel. Ja, in dem Sinne, GG und Nova, keine Sorge. Ich kenne sowas. Mach dir keinen Kopf. Trotzdem vielen lieben Dank für die Games. Und ja, es wird wieder besser. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich wünsche dir alles Gute. Nochmal danke für die Zeit. Und jederzeit gerne für ein Rematch. Und für euch, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Und denkt dran, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich dachte echt, da wäre ein Laser drin. In dem Sinne, haut rein. Dieser Premium-Gunner einfach. Raus.